Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man einzelne Bereiche mit KDN Live verpixeln kann. Zum Beispiel jetzt habe ich mal hier so ein Beispielvideo, wie ich jetzt hier Auto fahre und so ein bisschen bla 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 mache. So mache ich mal eben weg, der ist jetzt uninteressant. Und ich möchte einfach nur, dass mein Gesicht jetzt hier als zum Beispiel einfach nur ein bisschen verpixelt wird. So, wie gehe ich da vor? Es gibt zwar hier die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier eingebe, verpixeln und jetzt hier Pixel oder verpixeln eingebe, aber dann kann man nur das ganze Bild verpixeln. Das will ich ja nicht. Ich will ja nur einen ganz kleinen Bereich verpixeln. Also ist diese Option schon mal nicht möglich. Hier haben wir Shuffle Pictures. Auch wieder der ganze Bereich. Effekt ist zwar gut und schön und nice, aber ich will ja nur, dass ein Teilbereich verpixelt wird. So, wie gehe ich da vor? Ich öffne dann in dem Fall GIMP und erstelle einfach mal ein PNG-Bild. Einfach mal neu. Größe ist eigentlich uninteressant. Macht einfach OK. Schwarz, perfekt. Sucht euch eine Farbe aus, die ihr haben wollt. Exportieren nach. Ich sage einfach mal, das heißt jetzt hier Black. Speichere das unter Videos Black PNG. Zack, zack, zack. Okay, okay, okay. Machen wir aus. Dann gehe ich jetzt hier auf Add. Was in Videos? Ne? Black. Ups, verdrückt. Habe ich da jetzt gemacht? Black. So. Pack den auf eine extra Spur. Und was passiert? Ganze Bild schwarz. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich gehe wieder hier in meine Filter hinein und suche transformieren oder so ähnlich. Ja, transformieren. Diesen Filter brauche ich. Jetzt geht hier ein Fenster auf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich setze mal zwei Punkte. Hier ist noch ein Punkt, da ist ein Punkt. Den kann man also ein bisschen hin und her schieben. Und jetzt müsst ihr darauf achten, dass hier so ein roter Frame ist. Falls hier kein roter Frame ist, dann müsst ihr einmal hier drauf drücken. Dann habt ihr einen roten Frame. Und jetzt sage ich mal einfach, diese Visage gefällt mir nicht. Die mache ich einfach black. Fertig. Und schon habe ich habe ich einen schwarzen Balken. Das ist natürlich immer noch nicht ein bisschen Knorke. Das liegt daran, weil ich zwei Punkte gesetzt habe. Der erste Punkt ist bei 26%. Bei den Koordinaten in diesem Video. Und der zweite ist ja im Endeffekt Vollbild. Also wird er von dem ersten Quadrat oder von dem ersten Rechteck bis zum Vollbild wird er hin das Großziehen. So. Hier kann ich nur sagen, okay, das Schwarze soll über das ganze Bild gehen. Darauf achten, dass der Punkt hier mitwandert. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Bild habt, wo alles wandert, sage ich einfach mal, dann kann man das hier schön machen. Startpunkt. Jetzt in dem Fall sitze ich ja an einer Position ja fest. Ich hätte ja vielleicht ein anderes Beispiel für nehmen sollen. Kann man auch machen, wie man will. Dann kann man hier sogar noch einen Filter draufziehen. Kann den sagen, verpixeln. Ja, verpixeln geht nicht. Das KND Live ist so ein bisschen halb Englisch, halb Deutsch jetzt hier. Ja, dann kann man da auch noch theoretisch noch einen Filter draufsetzen. Gut, bei Schwarz ist es natürlich ein bisschen schwierig, irgendwelche Filter drauf zu setzen. Aber vom Prinzip her, denke ich mal, habt ihr es verstanden. Oh, hier ist ein Schnitt drin. Dann muss natürlich der Punkt mitwandern. Das können wir auch mal eben machen. So, hier war ein Schnitt. Dann können wir einfach sagen, okay, bis hierhin. Den könnte man sich auch schließlich duplizieren. Jetzt muss er natürlich nur andere Koordinaten bekommen. Pack den jetzt hier hin. Und irgendwann kommt wieder ein Schnitt. Na, warum ging das jetzt nicht? Okay. Ihr seht, jetzt wandert der, ne? Genau, den kann man auch zum Beispiel jetzt wieder löschen.
So. Jetzt haben wir den Punkt gelöscht mit Entfernen. Jetzt haben wir natürlich wieder ganz schwarz, aber das ist ja nicht schlimm. Machen wir nochmal. Transformieren. Warum ist jetzt hier alles blau? Und geben die Punkte halt eben nochmal neu ein. Ziehe ich mir das so zurecht, wie ich es haben möchte. Dann sage ich eben, okay. Bei der nächsten Szene macht er es leider falsch. Warum auch immer. Nein, ist klar, weil es muss ja auch hier hin. So, jetzt haben wir es, ne? Mal gucken, wie lang die Szene geht. Ungefähr bis da. Mit dem Mausrad kann man so ein bisschen so zurückscrollen. Ja, das Bild noch, das noch, das noch. Ja. Können wir sagen, gehen bis dahin. Und jetzt nehmen wir das andere wieder. Und knallen das dann daneben. Schauen wir uns das nochmal an. Mein Gesicht ist weitestgehend schwarz. Hier auch. Also das wäre jetzt eine ganz einfache Methode, die ruckzuck gemacht ist. Und ich kann nochmal gucken, ob ich noch irgendwo ein anderes Beispiel finde, wo die Kamera sich ein bisschen dreht. So, ich habe noch ein besseres Beispiel gefunden. So, jetzt kommt hier gleich ein Auto rein. So, das möchte ich einfach bis hierhin, sage ich mal, möchte ich das mit schwarz machen. Ich nehme auch wieder meinen Black Frame hier, knall den hier rein, sag ihm wieder transformieren, biege mir das so zurecht, wie ich das brauche. So ungefähr von hier kam er rein. Müssen wir gucken, so ab wann ist er drin? So ab hier, sage ich mal. Und dann muss ich gucken, ungefähr sagen wir bis hier. Also muss das Frame auch so weit gehen. Muss natürlich mitwandern, ne? Also ich mache das nochmal ein bisschen kleiner. Ja, ziehen wir uns auf die Position, die wir brauchen. So. Hier wäre der Startpunkt. Und hier wäre der Endpunkt. Und dann ziehe ich mir das Bild dorthin, wo ich es haben will. Das kann ja auch ein bisschen kleiner werden dann ruhig, weil das Auto wird ja auch kleiner. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es jetzt aussieht. Okay, das Auto ist schneller als der Frame, ne? Da muss man so ein bisschen drauf achten. Jetzt wäre das zum Beispiel das Auto aus dem Bild wieder raus. Dann setzt man hier per Doppelklick einen neuen Punkt. Und verschiebt das Frame oder passt das, kann das hier auch noch ein bisschen anpassen. Muss es doch ein bisschen größer werden. Okay, dann ist das so. Machen wir mal noch ein Frame. Muss das hier hin. Machen wir noch ein Frame. Dann muss das dahin. Kann jetzt schon ein bisschen kleiner werden. Und dann könnte es ungefähr passen. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Ja, gut, ist natürlich eine sehr schnelle Szene. Okay, ich mache das Bild einfach mal ein bisschen langsamer, indem ich zum Beispiel die Steuerungstaste gedrückt halte. Ich ziehe mal richtig schön lang die Szene. Und dann muss ich natürlich das hier auch lang ziehen, ne? So, dann muss ich die Punkte natürlich neu setzen, ist klar, ne? Also kommt das, glaube ich, doch ungefähr hin durch Zufall, ne? Machen wir nochmal einen Test. Ja, da hängt er ein bisschen, ne? Da hängt er ein bisschen. Naja, der muss auch viel weiter nach hinten. Der muss hier schon da sein. Und natürlich dementsprechend auch ein bisschen kleiner. Und hier hinten müsste er sogar noch kleiner. Bis er da quasi komplett verschwunden ist, ne? Ja, so kann man im Endeffekt dann Step by Step, das Ganze kann man natürlich jetzt noch ein bisschen feiner noch machen, aber ich denke mal, das Prinzip ist verstanden. Wichtig ist halt eben einfach nur ein schwarzes Bild,
Oder was auch immer, könnt auch weiß nehmen oder grün oder selbst ein Video würde gehen. Könnt ein anderes Video nehmen, könnt ein bisschen verpixeln oder ein bisschen bunt machen den Balken, wie auch immer. Ja, und dann einfach nur zurechtschneiden. Der passende Filter wäre hier transformieren. Transformieren. Hier die einzelnen Punkte setzen und dann das Bild so platzieren, ja, wie es die Situation erfordert. Das war's. Das wäre eine ganz einfache Methode, um mit KND Live Version, muss ich mal eben gucken, ist das 21? Ne, 22.04.1 unter Ubuntu. Stand, welchen haben wir heute? 15. Juni 22. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!